Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Digim Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier im Digi-Szenario und werden jetzt natürlich auch dementsprechend hier ein wenig was diggen, so wie sich das gehört. Und zwar werden wir jetzt hier die Ecke mal sauber putzen, damit das hier ein bisschen, naja gut, abgestützt ist und sagen wir mal so nah an der Mainbase nicht mehr aussieht wie Lumpen und Louis. Zumindest das ist erstmal grob der Plan, den ich jetzt habe für heute. Das ist jetzt noch nicht allzu viel, was wir machen. Wir werden aber noch dann ein oder zwei Schaltungen einbauen in den... ja, sehr schön. Ich nehme immer von den Dingern hier mit. In den anderen Bauteilen, beziehungsweise in den anderen Fabriken hier. Und wenn wir da durch sind, dann werden wir auf jeden Fall... werden wir auf jeden Fall unseren Panzer bauen. Da bin ich auf jeden Fall von überzeugt, dass wir den jetzt bauen werden. Momentchen, kann ich den sogar schon jetzt herstellen? Wo ist denn der? Panzer, 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 Panzer. Seht ihr den? Ich hätte ihn jetzt beim Militär erwartet. Die Granaten habe ich hier. Aber den Panzer habe ich nicht. Wo ist denn das Auto? Der Autobogen. Hier ist der Panzer. Motoreinheiten fehlen mir dazu. Motoreinheiten. Ich brauche 32 Motoreinheiten. Ja, dann lassen wir uns die doch mal liefern. Motoreinheiten. Ich hätte gerne 32 Stück. So. Gut. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Achso, und dann wollen wir bei der Forschung mal gucken. Was kostet mich denn jetzt die Tragfähigkeit der Roboter, dass die ein bisschen mehr transportieren können? Das kostet mich 500, so viel habe ich noch nicht. Ah, das ist die Geschwindigkeit. Das kostet mich 450, habe ich aber auch noch nicht. Ah, schade, 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 Limonade. Also es geht um, dass ich von den gelben Flaschen genug habe. Und da habe ich leider noch nicht genügend, nicht ausreichend. Blaue Flaschen nehme ich auch ziemlich viele weg, deswegen werden wir jetzt doch nochmal hier im Bereich dessen, ach, was ist das denn hier? Kanonenschaden. Ah, da brauche ich auch schon blaue zu. So viel blaue will ich noch nicht verschwenden jetzt. Ich will eigentlich jetzt wirklich auf die Tragfähigkeit der Roboter hingehen, dass sie noch ein Item mehr mitnehmen können. Damit denn der Transport von Materialien hier in unserer Base noch etwas besser vonstatten geht. So. Zumindest erstmal der Plan. So, dann brauchen wir... Moment, wie viel ist da dazwischen Platz? Das ist immer einer, ne? Das heißt also immer einer und dann... kommt hier schon der nächste hin. Und dann müsste sich das eigentlich halten hier. Warte, wir werden das doch gleich noch mit Beton auslegen. Wieso habe ich denn hier so ein Förderband in der Tasche? Komme ich denn an Förderbänder in der Tasche? Wo habe ich denn die jetzt hierher? Das weiß ich nun auch noch nicht. Na gut, okay. Ist irgendein Zwischenprodukt oder so? Ich weiß es nicht. So, schließen wir noch ein paar Typen davon tot. Die wollen es ja nicht anders. So, Roboter nehmen wir auch schon wieder fleißig aus. Haben wir so eine 42 in der Kiste. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon Motoren geliefert gekriegt habe. Oh, habe ich schon. Dann können wir das ja jetzt hier beenden und dann können wir jetzt hier einen Panzer bauen. So. Dann werden wir uns ein bisschen Gedöns aus der Produktion holen, ne? Was wir brauchen halt. Plastik, irgendwas, keine Ahnung. Für die Kanone. Und dann werden wir mal gucken, wie gut der Panzer funktioniert. Wir werden ihn natürlich auch mit normaler Munition noch ein bisschen bestücken müssen. So geringfügig. Und dann werden wir mit dem Panzer dann mal einfach... überall hinfahren. Hoppala. Jetzt sehen wir mal hier Roboter auf. Das crackt, das crackt, das crackt. So viel gequasselt und gemacht und getan und nicht drauf geachtet, dass es hier crackt. Verdammt. Ich weiß nicht, ob es Roboter getötet hat. Gab aber keine Meldung, dass irgendwas kaputt gegangen ist, ne? Mist, verdammt, da. Wieder nicht drauf geachtet. Naja. Kommt so alle 20 Folgen einmal vor, ne? Oder vielleicht auch alle paar Folgen mal vorher. Ist passiert. Schicksalsschläge. Nehmen wir in Kauf. So. Gut, dann werden wir jetzt mal hier alle Roboter freilassen, die wir so haben. Und dann gucken wir mal, wie viel gibt's. 1000 Stück gibt's noch. Sehr gut. Dann ist alles richtig. So. Gut, das hätten wir auch. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt noch ein bisschen Material hier unten. Ein bisschen Sprengstoff. Wo ist denn der Sprengstofffabrik hingekommen? Da unten ist die.
Sprengstofffabrik. Hier sind noch keine Lampen drin. Das ist immer ein bisschen traurig, wenn man dann feststellt, dass die Lampen vergessen wurden, mit einzubauen. Gut, haben wir. Dann brauchen wir Sprengstoff. Dann nehmen wir uns ein bisschen Sprengstoff mit hier. Hier brauche ich mal die 200 her hier. So, dann haben wir für die Produktion von den... Aus dem High Explosive. Explosives Kanonengeschoss. Schaden physisch. Betroffene Fläche 4. Explosion 100, Explosion 300. Dann nehmen wir den hier. Explosivgeschoss. Da brauchen wir dann genauso viel Stahlträger. Okay, wir brauchen noch 100 Stahlträger mehr. Mach doch mal 200 raus. So, und wir brauchen Kunststoffstangen. Die müssten wir doch hier oben irgendwo also selber schon produzieren, oder? Da sind wir doch eigentlich ganz gut dabei. Da oben, da liegen sie doch. Stimmt, gar nicht mal so viele. Hier liegen ein paar drinnen noch. Oha. Kunststoffstangen haben wir ein Problem mit? Warum haben wir da ein Problem mit? Weil nicht genügend Alkangas da ist. Eieieiei. Nicht genügend Alkangas deutet darauf hin, dass wir nicht genügend produzieren doch hier. Geht hier zu viel rein? Das ist die einzige Stelle, wo ich noch Alkangas hier auch verbrenne, ne? Dann werden wir das mal nicht mehr verbrennen hier. So. Keine Ahnung, ob es da woanders wieder ein Problem gibt oder sowas. Das werden wir sehen, aber... Ja, na gut, okay, also wir haben zu wenig Alkangas. Das deutet wahrlich darauf hin, dass wir hier zu wenig von dem Zeug haben. Hier ist jede Menge von dem drin, aber auch plus 1. Hier unten sind mal 3 Alkangas, okay. So. Aber die produzieren ja nicht kontinuierlich hier die 3, ne? Oder stoppen die mal? Ah, die warten schon mal, ne? Also immer produzieren sie nicht. Gut, das heißt also, ich muss das Öl da oben anschließen mit. Dieses Öl muss jetzt hier erschlossen werden. So, das heißt, wir brauchen eine Ölpumpe. Alles wie Kunststoffstangen jetzt. Wir brauchen eine Ölpumpe. Wir brauchen einen Tank. Und wir brauchen Rohre. Na gut, Rohre haben wir noch. So. Und dann müssen wir das hier irgendwie sinnvoll verbauen. So, das Rohr brauchen wir hier auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das Stück kann auch weg. So. Haben wir dann jetzt unseren... Da. Das ist die Ölförderpumpe. So, die fördert das Öl in... Ah, jetzt... Jetzt erstmal in die Richtung. Und wo gehen wir da jetzt lang dann mit dem Öl? Erstmal machen wir das jetzt provisorisch hier runter. Müssen wir eine Ölleitung finden. Warte mal, das könnte gar nicht mehr so weit weg sein, oder? Wir müssen mal kurz den Übertrag machen. Hier haben wir eine Ölleitung. Da gehen wir dann noch dann rein. Warte mal, wie geht ihr denn hier hoch irgendwo? So. So. Jetzt müsste hier wieder Rohöl sich ansammeln. Vielleicht auch in größeren Mengen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müsste jetzt von oben natürlich ein bisschen Rohöl wieder ankommen. Keine Ahnung, ob sich jetzt hier mehr Fässer bilden. Oh, da liegen ja nicht 30 Fässer, ne? Also da können sie mal abholen. Ah, jetzt steigt das hier auch. Es scheint irgendwie schneller zu funktionieren jetzt hier. Das Angebot scheint zu steigen an Öl. Okay, na gut, wir haben ja jetzt, also unsere Ölproduktion haben wir ja jetzt, glaube ich, ganz gut vergrößert. So, gucken wir mal.
Die letzten 10 Minuten. Wo haben wir denn Erdöl? Lagertanks. Nee, ich denke eigentlich an Erdöl. Sieh mal, das hier nicht Flüssigkeiten. Da. Erdöl in den letzten 10 Minuten. Ja, das ist natürlich ein Sprung auf der Anstieg hier. Der ist schon gar nicht mal so schlecht. 2,7k in 10 Minuten. Das ist so. Achso, das sind immer die Pumpzyklen hier. Das sind also jede einzelne Pumpe ist das hier, die wir dann hier sehen. Alles klar. Okay, gut. Dann sehen wir das auch schon mal. Dann haben wir hier oben auf jeden Fall schon mal das Öl. Also die pumpt ja jetzt zu 42,3 pro Sekunde hier raus. Das ist schon mal jede Menge. Mal gucken, ob sich denn die Tanks hier langsam füllen. Aber das wird wahrscheinlich erstmal nicht stattfinden. So, Raketenschaden haben wir erhöht. Dann können wir Raketenschaden nochmal erhöhen. Nee, das kostet dann blau. Dann machen wir hier erstmal weiter. Erstmal alles, was nicht blau kostet. So, apropos, da wollen wir nochmal nachgucken. Wie viel haben wir denn eigentlich schon jetzt? Haben wir schon eine Möglichkeit hier? Blau ist jetzt gerade sozusagen das, was wirklich am wenigsten von ist. Hier haben wir die 450 schon. Also blau ist somit das wenigste. Und grün geht jetzt auch langsam zur Neige. Okay. Okay, okay, okay. Warum geht grün zur Neige? Grün braucht das zum Beispiel. Ich weiß noch nicht, wo ich ein rotes Förderband her habe. Das ist mir schleierhaft. Nicht gedacht, dass ich das mal irgendwo produziert hätte. Naja, egal. So, gut, das haben wir. Dann, wie sieht's hier aus? Die sind jetzt quasi verbraucht. Die dort drin sind, aber die Tanks sind, die werden auch schon wieder angesaugt, glaube ich. Ja, dann holen wir die mal hier raus. Oh ne, der letzte ist gerade im Brennzyklus. Alles klar, der letzte ist gerade im Brennzyklus. Dann holen wir die mal hier raus. Dann werden wir die nämlich hier... Huch. Gleich mal... Oh. Mit reinwerfen in unsere Aufbereitungsanlage. Hier können wir mal die 62 dazu tun. Und hier liegen schon 5 rum. Also sind schon... Es sind schon 5 mehr da, als man eigentlich für 3 Produktionszyklen braucht. Also den, der gerade aktiv ist und 2, die mal eingelagert werden. Das ist schon mal ganz gut. Und hier liegt auch noch einer rum. Also momentan haben wir dort noch, sind wir dann noch im positiven Bereich unterwegs. Und ja, gut. Das heißt aber trotzdem, wir brauchen immer noch mehr Eisenerz. Weil ich denke mal, hier die Eisenerzproduktion sieht man ja schon, die funktioniert nicht richtig. Und ich wollte mal kurz gucken, ob ich, wenn ich einen Blueprint mache... Blueprint hiervon mache jetzt, so, mal hier drüber, ne? So, mal einen Haken dran, können wir irgendwo umbenennen. Und ich das hier einfach drüber setzen will. Kann ich das nicht setzen? Ist da jetzt einfach so drüber setze? Jungs dann das gleich richtig machen hier. Warte mal, wir werden mal... Also ob die auch die Lampen umprogrammieren. Wir werden mal die hier reinlegen und die hier reinlegen. Und das hier reinlegen und das da reinlegen. Dann machen wir uns jetzt erstmal ein bisschen was Neues hier. So. Ah, die programmieren das sogar. Die programmieren sogar die Lampen um. Dass der da oben zwar keinen Strom hat, das ist was anderes. Die programmieren sogar die Lampen um. Ich bin begeistert. Da können wir das doch glaube ich so machen. Schön. Also das funktioniert. Gut. Meine Damen, meine Herren, ich bin begeistert. So, hier haben wir 3,2 Kilo von dem Zeug drin liegen, von dem Stahl. Ja, komm. Das geben wir jetzt mal der Öffentlichkeit hier. Mal gucken, also es wird sowieso eher am Eisen hapern als am Stahl, aber macht erstmal nichts.
So, dann kann ich jetzt dieses Blueprint, aber ich weiß nicht, was der denn mit den Kisten macht, ob die Kisten denn auf Eisen umstellt hier. Ah, das macht er natürlich. So, das macht er natürlich. Das ist doof. Also da müssen wir dann mal drauf achten. Der steht noch nicht, okay. Ich habe da ein paar davon gemacht, da. Ja. So, dann brauchen wir jetzt hier noch den besseren Strommast. Okay, weil die Verbindung fehlt hier aber auch. Interessant, warum hat er die Verbindung nicht mitgenommen? Gibt es die standardmäßig nicht? Ach, die gibt es standardmäßig nicht. Das ist ja... Das ist ja kurios. Wisst ihr, ich habe mich schon gewundert, warum es bei den vier Kisten, wo dann immer 130 drin waren, nicht schon über 400 waren. Ich habe mich noch gewundert im Kopfe. Aber so ist das natürlich klar, ja. So, hier ist natürlich alles verkabelt und alles falsch eigentlich. Obwohl, das können wir ja weiter, ne? Die Kisten sind rot verbunden. Ach komm, das glaube ich, das rupfen wir alles raus hier. Wie kann man denn eigentlich, die Drähte kann ich doch auch irgendwie kappen, ne? Irgendwie ging das doch, dass man die Drähte wegmachen konnte. Ich habe das mal hingekriegt, dass ich hier diesen, so eine Drähte, die kann ich auch irgendwie kappen, aber... Ach, jetzt weiß ich gar nicht, welche Taste das war. Na gut, okay. Das werdet ihr mir sicherlich drunter schreiben. Alles klar. Gut, also, wir haben immer noch nicht genügend Kunststoff, aber ich hoffe, dass jetzt der Kunststoff hier wieder ein bisschen mehr... Ja, jetzt sammelt sich langsam was an hier. Hier habe ich nur 9 gekriegt. Komisch. Jetzt sammelt sich wieder ein bisschen Kunststoff an hier. Wir werden uns mal... Kunststoff liefern lassen. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Ah ja, auch 200, okay. Lassen wir uns mal 200 Kunststoff liefern. Von den Robbys hier. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann haben wir hier hinten jetzt alles voll mit Dampf. Oder nicht voll mit Dampf, aber es dampft sich langsam, aber sicher. Okay. Interessant ist, dass die wirklich... Der 20k Dampf und der nicht. Achso, die sind ja nicht miteinander verbunden. Ach, das hat ja bloß der. Ah, das ist natürlich auch noch ein bisschen... Bisschen blöde gerade. Warte mal, das werden wir hier nochmal zusammen verschließen. So, damit die auch untereinander sich den Dampf hin und her tauschen können. So. Jetzt müssten alle auf 15.000 ungefähr springen oder sowas. Oder 13.000, ja. So, jetzt müsste der Dampf nämlich ausgeglichen werden. Alles klar, okay, gut. Puh, so, wie viel Strom haben wir denn jetzt hier im System? Wir brauchen 60 und könnten wesentlich mehr, das ist schon mal okay. So, oh, Kunststoff wird aber gut produziert, also da kriegen wir relativ schnell die 200 geliefert. Das ist gar nicht mal so wild. Hätte ich mir jetzt so als längerfristiges Projekt vorgestellt, aber nö, scheinbar gleich kriegen zu können alles. So, dann haben wir hier noch wieder 18 Stück davon. Die können wir erstmal hier wieder dazufügen. Dann haben wir jetzt 12. Das ist super. Super. Das läuft. So, habe ich noch. Achso, habe ich schon weg. Alles klar. So, die können wir natürlich dann auch noch wieder abreißen hier. Die brauchen wir ja jetzt hier nicht mehr an der Stelle. Das war ja bloß zum Ausprobieren. Da kann ich ja dann schon wieder hier ein bisschen Drähte reinlagern. Und dann noch Geräte reinlagern. So. Das sieht doch gut aus. Was brauchen wir noch?
Geräte-Reinlagen, Geräte-Reinlagen. Achso, jetzt kann ich wieder selber welche machen. Nochmal 20 davon, 20 davon. 5 davon. 10 davon. So, dann haben wir nämlich genug. So, okay, jetzt wird dann der andere Scheiß auch noch geliefert. Und jetzt haben wir das hier schon fertig. Dann brauche ich das nicht mehr angeliefert bekommen. Und wir werden uns 100 explosive Kanonengranaten machen. So. Da soll mal was gehen. So, wie sieht es jetzt aus da oben? Der ist noch ist hier in der Kiste jede Menge drin, was er noch nicht abgeholt hat. Aber es wird weniger drin in der Kiste, klar. Aber es ist halt eben wirklich, wie es ist. Es ist ein Eisenerzmangel und ein Eisenplattenmangel in unserer ganzen Fabrik. Das haben wir nur schon erkannt und da müssen wir irgendwie gegen angehen. Und da bin ich aber noch nicht sicher, wie wir das hinkriegen. Gut, alles klar. Also, das Überbauen funktioniert, aber leider Gottes stellt uns auch die Kisten um. Das ist nicht gut. Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge unsere Panzergeschichte fertig gekriegt und werden in der nächsten Folge mit dem Panzer etwas testen. Bis dann. Tschüss.